Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Pokémon Unite Video. Heute werde ich mal nicht das Spiel spielen, sondern ich werde alle aktuellen 20 Pokémon durchgehen und euch sagen, ob sie entweder physischen oder Special Schaden machen. Denn hättest du gedacht, dass zum Beispiel Glurak fast ausschließlich physischen Schaden verursacht? Nein? Dann bist du nicht der Einzige. Ich habe jetzt schon so häufig gesehen, dass Leute die falschen Items für ihre Pokémon ausgewählt haben. Zum Beispiel haben sie diese Special Attack Sonnenbrille auf ihr Pokémon genutzt, das eigentlich nur physische Attacken macht, wie zum Beispiel bei Glurak. Oder dieses Kraftarmband genutzt haben bei Pokémon, die eigentlich nur Special Attacks drauf haben. Die Sache bei Pokémon Unite ist leider, dass man mit diesem normalen Pokémon-Trainerwissen, dass man sich seit 25 Jahren irgendwie in seinen Kopf reingeballert hat, nicht wirklich weit kommt. Es gibt weder Stärken noch Schwächen gegen andere Typen. Noch hat Nintendo irgendwie die Attacken nach gesundem Menschenverstand in physisch und special eingeteilt. Damit du deine hart erkämpften Upgrade-Punkte jetzt nicht in die falschen Items steckst und dich im Nachhinein auch noch wunderst, dass du trotzdem nicht stärker wirst, gehen wir jetzt alle 20 Pokémon nacheinander durch und ich sage euch, ob sie physischen oder Special-Schaden machen. Eine Sache aber noch vorweg, der normale Attack-Move, also wenn ihr einfach nur A drückt, der ist bei jedem Pokémon physisch. Was einige jedoch nicht wissen ist, dass jede dritte Attacke bei jedem Pokémon eine aufgeladene Attacke ist. Das heißt, dieser dritte Attack macht zum einen mehr Damage, bei einigen Pokémon stunt er auch noch oder macht andere Special-Sachen. Aber, und jetzt kommt der Clou, meistens deckt sich das mit dem Damage-Profil von Pokémon, also entweder ist es physisch oder special und dann ist auch dieser Special-Attack physisch oder special, außer bei Glurak und Lucario. Aber dazu kommen wir jetzt. Okay, fangen wir an mit dieser Floor. Hier ist wirklich alles special. Also nur seine normalen Attacken sind physisch, aber alles andere special. Sogar sein dritter Attack-Move. Dann Pikachu, da passt alles. Da ist alles special, außer sein normaler Attack-Move. Der ist halt physisch. Bei Winona passt auch alles. Auch alles special, außer der normale Attack-Move. Bei Lamus wundert es wahrscheinlich auch keinen. Hier ist alles special. Dann noch ein Pokémon, das sehr, sehr viele falsch machen. Fiaro. Fiaro ist nicht special, Leute. Fiaro ist alles physisch. Gebt ihm nicht diese blöde Sonnenbrille. Es bringt absolut gar nichts. Und dann kommen wir zu Zeraora. Und obwohl er mega den Elektroschaden macht etc., er ist voll physisch. Leute, physisch. Keine Brille geben, bitte. Machomai ist wieder klar. Hier ist alles physisch. Ausnahmslos. Knackkrack machen wieder die meisten richtig. Hier ist alles physisch. Dann Castellith, was ein sehr komischer Name ist im Deutschen, finde ich. Auch alles physisch tatsächlich. Und noch einer, den richtig viele falsch machen, Liberlo. Ja, er macht irgendwie Feuerattacken mit seinem komischen Ball, aber nein, bei ihm ist auch alles physisch. Alles, tatsächlich. Dann haben wir Glurak, bei dem ist, obwohl die meisten denken, weil er Feuer speit und sowas, dass er special ist, nein, er ist wirklich fast ausschließlich physisch, außer sein dritter Attack-Move, der ist special. Also Glurak ist da wirklich eine richtig krasse Ausnahme in diesem Spiel und echt komisch gelöst, finde ich. Knuddeluff könnte ein paar verwundern, weil der slappt ja die Leute alle, aber all seine Attacken sind tatsächlich Special Attacks. Bei Gengar, unseren Grinsekater, ist natürlich auch alles special, könnte man sich auch denken. Das allseits geliebte Pantymos, natürlich auch alles special. Dann kommen wir zu Relaxo. Hier gibt es unterschiedliche Meinungen, aber die meisten werden es wahrscheinlich auch gedacht haben, Relaxo ist alles physisch. Kommen wir zu Absol. Da sehe ich sehr, sehr häufig, dass die Leute denken, er ist special, aber nein, Absol ist auch alles physisch. Bei Lucario ist auch wieder alles physisch, außer sein dritter Attack-Move wie bei Glurak. Und auch sein komischer Energieball, der ist auch physisch, okay? Bei Jutsu, unser kleiner Ninja, ist natürlich auch alles physisch. Dann kommen wir zu Kotomi. Kotomi sollte klar sein, ist alles special, wie es sich gehört. Urgel könnte man meinen, dass er physisch ist, aber nein, Urgel ist auch alles special. So, dann nochmal kurz zusammengefasst, oben sind alle physischen Pokémon in diesem Spiel und unten nochmal alle, die Special-Schaden machen. Und ja, wenn ihr aufgepasst habt, dann habt ihr mitbekommen, dass Glurak und Lucario eine kleine Ausnahme hier bilden. Beide sind von Typ psychisch, aber ihr dritter Attack-Move macht Special-Schaden. So, und wenn ihr mir das jetzt nicht glaubt, weil ihr denkt, ja nee, ist doch voll unlogisch, dass Glurak plötzlich physischen Schaden macht und nicht Special-Schaden mit seinem Feuer. Ihr könnt das gerne selber gegenchecken. Ihr müsst einfach nur einmal ohne Items in den Practice-Modus reingehen mit eurem Pokémon. Dann steht da diese komische Puppe rum, die könnt ihr angreifen. Die Puppe zeigt euch an, wie viel Damage ihr genau gemacht habt. Dann geht ihr da nochmal raus, legt eure Items nun aber an
und guckt dann nochmal, wie viel Damage ihr nun an diese Puppe raushaut. So habe ich das auch gemacht mit jedem einzelnen Pokémon. Hab geguckt, yo, bringt mir Damage was? Oder yo, bringt mir Special Attack was? Und ja, könnt ihr gerne gegenchecken, wenn ihr wollt. Ich zeige euch jetzt aber nicht jedes Pokémon, wie ich es hier ausprobiert habe. Das könnt ihr schon selber machen, wenn ihr wollt. Ansonsten finde ich es mega merkwürdig, wie intransparent Nintendo bzw. Tencent in dem Bereich der Datenveröffentlichung ist. Bezüglich Damage-Werten oder welches Pokémon welchen Damage macht. Es wäre so einfach, ein kleines Symbol auf die Karten der Pokémon drauf zu tun, ob da jetzt physischen oder Special Damage macht. Oder eine kleine Einblendung bei den Items, die man auswählt für das Pokémon, dass da dann steht, yo, bro, dein Pokémon macht gar keinen physischen Schaden, gib dem mal lieber Special Attack. Aber nee, machen sie nicht. Vielleicht kommt da in Zukunft noch irgendwas. Ich hoffe, spätestens zur Handyveröffentlichung kommt da noch was. Aber ja, das ist halt Tencent, ne? Mit ihren 8 Milliarden, da könnt ihr ja nicht viel machen. Mit ihren 8 Milliarden, wer soll da schon ein Qualitätsspiel rausbringen? Nein, Quatsch, das Spiel macht schon Spaß. Aber ja, so viel dazu. Dann hoffe ich, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen für den einen oder anderen. Und dass ich einige sonst falsch verwendete Upgrade-Punkte von ihrem Schicksal bewahren konnte. Die du dir übrigens, falls du es noch nicht wusstest, im Itemshop in diesem Aeos Emporium für 10 dieser komischen Marken kaufen kannst. Wie bei 10 dieser Marken kriegt man einen dieser Item-Upgrader und das bringt wirklich mega viel im Spiel. Falls ja, dann würde ich mich riesig über ein Like von dir freuen und eventuell sogar ein Abo, wenn du keine Videos mehr verpassen willst. Ziemlich wahrscheinlich werden in Zukunft nochmal solche Videos kommen zu Pokémon Unite. Könnt ihr gespannt sein und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!